Hallo und willkommen zurück zu Ion. Beim letzten Mal sind wir die ganzen Aufgaben abgehen gegangen. Das, wow, abgehen gegangen. Hallo. Na, was bist denn du? Schatzsucher Monta. Stufe 14, Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt als nächstes zum Moosland. Ich denke, nee, oder? Ich weiß halt nie, was ich jetzt erstes von den beiden Toren machen soll. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz da vorne, da oben noch eine Quest, die Quest annehmen. Und dann denke ich, gehen wir erstmal hier zur Mooslandkreuzung. Weil da eher unser Level ist, bin ich der Meinung. Kann mich auch irren jetzt gerade so spontan. So, dann gehen wir jetzt erstmal eine Quest annehmen noch. Und wir können jetzt natürlich auch mal den Titel auswählen. Das kann ich mal ganz kurz machen. Wir haben ja einen Titel bekommen. So wie die das eben hatte. Nee. Nee. Hä? Ah, hier. LP Profil. So. Ach genau, das habe ich eben bekommen, als ich eingeloggt bin. Da kann ich mir Sachen rausholen. Ich nehme Laufen. Sehr schön. Genau, dann können wir jetzt nämlich uns einen Titel wählen. Wir haben ja schon jetzt. Oh, wir haben sogar schon Schatzsucher drin. Aber ich glaube, ich nehme lieber Held der Banditen, denn da bekomme ich TP dazu. Ja. Held der Banditen würde ich sagen, nehme ich. Das steht halt jetzt vor meinem Namen, wenn ich meinen Namen einblenden würde. So. Wer hat denn hier noch eine Aufgabe? Hallo Jägerin. Shagarinerk ist erfreut, euch zu sehen. Ein kristallener Handspiegel. Habt ihr vielleicht Mahirina gesehen? Wir sind nämlich verlobt, wisst ihr? Aber sie hat so viel zu tun, dass ich sie kaum sehe. Sie sollte einfach einmal ausruhen. Aber sie ist so pflichtbewusst. Und schön ist sie dazu. Und so aufrichtig habe ich vielleicht ein Glück, sie bald heiraten zu dürfen. Wollt ihr etwas von mir? In ein paar Tagen hat Maharineks Geburtstag. Ich möchte ihr etwas schenken, das ihr wirklich etwas bedeuten würde. Ich denke da an einen Kristallhandspiegel. Aber ich habe gehört, dass es diese nur in Pandemonium zu kaufen gibt. Ich weiß zwar, dass Kagurinerk gerade aus Pandemonium zurückgekommen ist, aber ich weiß nicht, ob er von dort ein paar Kristallhandspiegel mitgebracht hat. Ihr könntet ihn ja fragen. Aber nein, ich kann Kagurinerk unmöglich fragen. Er ist so ein Schwätzer. Er wird sofort ausplaudern. Und wenn es an Maharineks Ohren dringt, ist die ganze Überraschung im Eimer. Würdet ihr wohl an meiner Stelle zu Gagorina gehen und den Kristallenhandspiegel für mich kaufen? Natürlich werde ich euch dafür belohnen. Ja, klar. Ich danke euch. Ihr tätet gut daran, euch mit mir gutzustellen. Wenn ihr erst mit Maharinak verheiratet bin, werde ich ein Shugo von Macht und Einfluss sein. Beeilt euch bitte. Ich möchte tunlichst vermeiden, dass Gagorina den Spiegel an jemanden anderen verkauft. Bin Ein schon Schuko bringt unterwegs. ein gutes Geschäft. Okay. Das kann ich doch machen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier aus dem Tor raus. Andere Seite, genau. Ah, da ist so ein Wallas. Das ist so ein Reittier. Das kann man in dem Housing-Gebiet kann man das kaufen für, ich glaube, es war 500.000 Kinar oder so. Muss man auch mal zusammen haben. Aber man kann das halt auch im Shop für richtiges Geld kaufen, natürlich. Ja, die sehen schon cool aus, ne? Ich habe so einen mit meiner Badin, aber in grün. Nee, du sollst dich nicht hinsetzen. So, dann lass uns einmal gehen. Mal gucken, wie das jetzt wird. Altgard Eissee, ja. Jetzt kommen wir zum Mooslandwald.
hier durch diese Höhle erstmal. Eins link. So, wir sind im Wald. Dann gehen wir mal zur Kreuzung und nehmen Sachen an. Das Eisen. Das sammle ich erstmal kurz. Eisen. Sehr schön. Hi. Seid mir gegrüßt. Asphelumbra. Schreibblockade. Nicht genug Zeit. Was kann ich nur tun? Nur noch wenige Tage. Oh, hallo Jägerin. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war irgendwie abgelenkt. Seid ihr wegen Medizin hier? Wenn nicht, dann kommt bitte später wieder. Muss etwas. Ich. Was ist denn? Was stimmt nicht? Oh, das ist eine Magierin. Huh? Nicht so viel Sonne, hoffe ich doch. Nun, ich habe Delamont versprochen. Delalon versprochen, dass ich die Frucht des Okaro-Baums. Sie kann Wunden heilen, Kopfschmerzen beseitigen. Ich sagte, ich könnte einige besorgen. Wo liegt das Problem? Nun, die Okaro-Bäume sind giftig. Ich habe es schon oft versucht, aber schon wenig, wenn ich mich ihnen nähere, bekomme ich Schwellungen und kann kaum atmen. Aber ich muss die Okaro-Früchte pflücken, sonst bekomme ich Ärger mit Delalon. Aber Moment, ihr als Dewa könntet das. Würdet ihr wohl helfen? Ah, du bist ein Mensch, okay. Ihr seid sehr freundlich. Das ist ein großer Gefallen. Aber ich muss euch warnen. Die Okaro-Frucht ist so giftig, dass es auch Dewa nicht lange in ihrer Nähe aushalten. Seid vorsichtig und kommt zurück, sobald ihr sie habt. Ion schütze euch. Okay. Seid mir gegrüßt. Asphelumbra, Schreckmaispflücker. Ah, okay. Hey Dewa, der Schreckmais ist eine Pflanze, die überall gedeiht. Allerdings sollte er nur von Farmern angebaut werden, da er sonst recht schnell eingehen kann. Dann muss ich wieder Schreckmaissamen besorgen. Aber ich kann auch euch natürlich nicht jedes Mal darum bitten, mir zu helfen. Oh, da ist ein Schreibfehler drin. Könnte ich euch deshalb darum bitten, Susu-Patrouillen und Susu-Patrouillen-Veteranen zu beseitigen? Sie bewachen die Schreckmaisfelder. Die Patrouillen und Patrouillen-Veteranen überwachen die Umgebung und sind gut organisiert. Wenn sie beseitigt sind, kommt man leichter an die Samen heran. Okay. Oh, du hieß eine Hört Kampagne. euch am Feuer auf. Willkommen in unserem bescheidenen Außenposten. Hallo, was führt euch hierher? Ich habe eine Nachricht für euch. Ah, der Bericht. Ich wollte ihn gerade abschicken, als ich bemerkte, dass mit den Zahlen was nicht stimmt. Ich werde ihn an Rion schicken, sobald ich die Fehler korrigiert habe. Sehr schön. Wärmt euch am Feuer auf. In der Nähe gibt es Felder, die von den Susu bebaut werden. Hier treiben sich auch viele Skurf herum. Eine Weile gab es keine Schwierigkeiten mit ihnen, sodass es nicht nötig war, einzugreifen. Aber jetzt schaffen es zwei Archonten gerade so Wache zu stehen. Für einen Angriff auf das Susu-Farmland fehlen geeignete Leute. Ihr hört weiter zu. Es wurde ein neuer Befehl erlassen. Die Susu und Mao müssen bestraft werden. Sie haben sich zwar eine Zeit lang ruhig verhalten, aber nun wurden sie von den Mao angestiftet, wieder Odella anzubauen. Leider haben wir nicht genug Leute für diesen Auftrag. Alleine das Patrouillieren des Muslanwaldes und die Berichterstattung nehmen den ganzen Tag ein. Da bleibt keine Zeit mehr, um das Susu-Farmland anzugreifen. Aber wenn wir dem Befehl nicht nachkommen, wird das Sutran gar nicht gefallen. Leonari, wollt ihr uns helfen? Ja, klar. Die Susu sollten die Wagen jetzt mit Odella gefüllt haben. Verbrennt sie alle. Dann bitte ich euch darum, folgenden Auftrag auszuführen. Ach so, ja. Okay, Wärmt euch am Feuer auf. Ah, er hat auch eine. Die Pluma schreibt. Ach, das sind diese coolen hier, diese coolen Vögel. Ich finde die so cool. Die gibt es auch als, wie heißt das nochmal? Als Begleittier gibt es die auch. Das ist total süß, die Teile. Pluma, Schreibfeder. Verdammt, die Feder ist zerbrochen. Mir wird die Zeit knapp und meine Feder spielt nicht mit. Ich muss den Bericht heute zur Festung schicken. Oh, hallo, Leonari. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Das ist meine letzte Feder und ich verwende nur Pluma-Feder zum Schreiben. Sie sind am besten. Wenn ihr helfen wollt, könnt ihr mir Materialien für eine neue Feder besorgen. Ihr erhaltet Pluma-Feder von den Hind-Plumas.
Danke. Hainblume sind leicht zu finden. Sie treiben sich überall im Muslanwald herum. Bringt mir 5 Federn. Ich will nicht wieder mit leeren Händen dastehen. Ich muss den Bericht sofort fertigstellen. Alles wäre, also wäre es schön, wenn ihr euch beeilen würdet. Ich komme wieder. Heldentaten. Oh, die Musik. Oh, hallo, Olenia, schöner Name. Asphelumbra-Jägerin, möge Asphel euch Schatten gewähren. Eine bessere Falle. Wenn ich ehrlich sein soll, dass wir diesen Posten nicht meine erste, das, dann war dieser Posten nicht meine erste Wahl. Aber dafür ist er nicht allzu übel. Die Dinge laufen hier langsam und friedlich und die Susu bleiben unten unter sich. Immerhin sehe ich nicht viel von Kommandant Sutran. Auch für kleine Gnade sollte man ja dankbar sein. Wenn es nicht die Kanif gäbe, würde hier rein gar nichts passieren. Allerdings reichen die Leiden auch, um uns voll und ganz zu beschäftigen. Was gibt es denn? Früher lebten sie tief im Wald, aber etwas muss sie von dort vertrieben haben. In letzter Zeit machen sie die Straße unsicher und überfallen jeden. Wir jagen sie oft, während wir die Susu beobachten, aber die Angriffe nehmen überhand. Es könnte zu viel für uns werden. Lunari, würdet ihr wohl helfen? Klar. Ausgezeichnet. Wenn die 10 Stachelschwanzkanif besiegt, werden die übrigens sicher die Flucht ergreifen. Wir zählen auf euch. Verlasst euch auf mich. Was wünscht ihr? So. Leferisten auf der Suche. Ach du meine Güte. In der Nähe von Maanies Lager sind Leferisten aufgetaucht. Sie scheinen am Fährenlager und im nahegelegenen Haus intensiv noch etwas zu suchen. Ich habe sie hier noch nie gesehen und sie suchen so gründlich, dass es etwas Wichtiges sein muss. Sie benutzen das Maanies Haus bei Maanier Fährenanleger als Hauptquartier. Durchsucht jede Ecke des Hauses und findet heraus, wonach sie suchen. Wenn wir wissen, was sie suchen, werden wir den Plan der Leferisten besser verstehen können. Das ist wohl wahr. Gut, ja, wir haben die Quests. Ja, sehr nice. Ich kann nochmal kurz Eisen sammeln. Sieht cool aus, oder, das Eisen? Es dampft so blau da drunter, damit man es auch schön sieht. Dann muss ich wohl... Dann mache ich hier mal so einen Pluma. Na, komm her. Ah, die Musik ist schön. Ich mag die Musik in Ion. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das habe ich irgendwie jede Folge dreimal gesagt. Ein ungültiges Ziel ausgewählt. So, ganz viel Loot. Loot ist immer gut. Stachelschwanz-Kanif, komm her, du. Das ist das falsche Ziel. Oh, das war ein Volltreffer. Sehr nice. Na komm. So, einmal. Ah, ein kleiner Elrock. So, komm her. Stirb! Dankeschön. Ach ja, diese Musik. Ich finde sie immer wieder cool. Oh. Ich bin schon so gut im Sammeln, dass ich das instant sammle. Okay. Oh, das war auch wieder ein kurzlebiger. Huch. Motikel ist noch zu schwer für mich. Das ist kein gültiges Ziel. Sehr schön. Ja, ist noch zu schwer. Da brauche ich 25, ja. Krass, okay. Dann einmal weiter mit dem Pluma hier. Da hat er einfach mal nichts für mich. So, dann wollen wir da mal gucken. Hier kommt die Susu-Patrouille gerade an. Das passt mir gerade ganz recht. Dann will ich mich mal ins Gemetzel stürmen, oder? Oh, das war ein kurzlebiger.
ein ungültiges Ziel ausgewählt. Sah cool aus. Sehr schön, sehr schön. Alles sehr schön. Haben wir das auch wieder erledigt hier. So. Genau, aktiviere ich mal einmal meine Machtscherben. So, was müssen wir denn jetzt noch? Haben wir jetzt noch irgendwas offen? Schreckmeister, muss ich noch 2 Stück von besiegen? Da setze ich immer hin. Du bist so eine Vollnuss. So. Stachelschwanzkampf brauchen wir noch 8 von. Und ansonsten sind es nur Sachen zum Sprechen. Halt auch noch die zum Lieferisten, aber das sollte jetzt eigentlich das Problem sein. Yay. Du auch noch? Dann habe ich das nämlich auch. So. Sehr schön. Dann muss ich jetzt nur noch die Karnifs, aber die sind nicht hier, glaube ich. Die waren... Genau, die waren da oben. Genau, die Lieferisten waren irgendwo weiter hinten, ne? Hier hinten? Ja. Aber wir könnten gleich wieder Sachen abgeben mal auf dem Weg. Nicht so viel Sonne, hoffe ich doch. Ihr wart erstaunlich. Mit euch fühlte ich mich nicht richtig... mit euch fühlte ich mich richtig sicher. Ich glaube, ich kann einige Jäger zusammentrommeln und die Sache erledigen. Ihr solltet zurück zu euren Pflichten, aber nehmt das hier für eure Belohnung. Für eure Bemühung. Für eure Belohnung. So. Feuer auf. Die Susu sind eingedämmt. Karnif-Angriffe zunehmend. Was war sonst noch? Ah, Lenari, ich schaue gerade über meinen Bericht. Habt ihr die Pluma-Federn gefunden? Ich muss das hier dringend niederschreiben. Ich habe sie hier. Das sollte reichen. Jetzt brauche ich mir erstmal keine Sorgen mehr, Federn zu machen. Vielen Dank. Nehmt das hier für eure Mühen. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch Karnifs. So, komm her, du. Das ist das falsche Ziel. Das war ein Instant-Kill, okay. Ein OP-Kill. Also irgendwie fühle ich mich ein kleines bisschen OP. Muss ich ja ehrlich gestehen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Na, guck her. So. Euer Ziel ist nicht zu finden. 4 Stück noch. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. So, 2 noch. Ihr habt kein Ziel ausgewählt. Gehe ich mal kurz zu dem Eisen hier. Stufe 18 bin ich, okay. Dann dauert das bis 25 ja noch ein kleines bisschen. Das sind aber keine neuen Karnifs, ne? Sind nicht nochmal respawned, da muss ich weitergehen ein Stück. Ah, da ist noch einer. Sehr schön, komm her. Oh, ich habe ihn schon wieder von hinten geschnitzelt, gut. So, dann müssen wir zu den Lieferisten hochgehen. Und da gucken, dass wir das Geheimdokument finden. Lieferisten sind ja auch diese, sind ja diese Piraten hier in dem Spiel, sag ich mal. Die halt, ja, die das ganze Spiel über eine Rolle spielen. Die gibt es in jedem Gebiet nochmal. Und die werden halt immer stärker. Und später hat man auch sehr, sehr krass an denen zu nagen, sag ich mal. Dann würde ich jetzt aber eigentlich gerne sagen, wir sehen uns... Oh, schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Aion.
Genau, so wollte ich eigentlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu eilen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich sage einfach mal, bye bye.